Guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Guten Tag, Herr Spahn. Guten Tag, alle Politiker, die sich jetzt in der Corona-Situation profilieren wollen. Warum habt ihr nicht den Mumm, den Leuten zu sagen, tragt Masken? Jeder wird irgendwas organisieren können, um das Infektionsrisiko zu vermeiden oder beziehungsweise zu verringern. Wir können es ja gar nicht verringern, höchstens mit den Schutzmasken der Gruppe 3. Aber es ist doch ein Anfang. Habt doch einfach den Mut und sagt, wir haben versagt, wir haben die nicht auf Lager genommen, wie oben in den nordischen Ländern, ich glaube es war Finnland oder Schweden, wo es riesige Depots gibt. Und im Rahmen der Vorsorge wäre das ja eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und dass eine Maskenpflicht in 2 oder 3 Monaten auf einmal besteht, wenn Masken vorhanden sind, die man dann in der Apotheke oder wo immer kriegen kann, das ist zu spät. Sie haben Leute auf dem Gewissen, wenn sie jetzt nicht einfach mal handeln. Mann, das kann doch wirklich nicht so schwer sein. Ich hoffe, ich habe keine Fehlbitte getan.